praktisch, mathematisch kann man heute immer einen Zusammenhang zwischen irgendwas beweisen. Also es gibt einen Zusammenhang, sagen wir mal, zwischen Arbeitslosigkeit und vermehrten Hängen vom Internet oder sowas. Das gibt es ja, oder? So. Und dann fangen die Leute an, da habe ich, also das ist eine sogenannte Korrelation, es gibt einen Zusammenhang dazwischen. Und was oft nach den Studien gemacht wird, also in den Studien vielleicht noch nicht mal, aber was von den Interpreten der Studien gemacht wird, sie sagen, aha, wenn man zu viel im Internet ist, wird man arbeitslos. Und die anderen sagen, nein, es ist umgekehrt, wenn man arbeitslos ist, hängt man dann halt vor dem Computer. Und beides ist meistens falsch, also Statistik. Also, nein, es gibt so Korrelationen. Wenn eine Firma viel Gewinn macht, dann, also wenn, da sage ich nicht, nein, es ist, der Gewinn einer Firma ist korreliert oder hängt zusammen mit den Gehältern der Mitarbeiter. Also es ist so in der Regel so, dass die Firmen, denen es sehr gut geht, auch ihren Mitarbeiter viel Geld zahlen. So, und jetzt kommen die Interpreten von so einer Studie, also der sagt nur, da ist so ein Zusammenhang, und die Interpreten sagen, aha, wenn der Gewinn der Firma gut ist, erst muss der gut sein, dann kann die Firma auch den Mitarbeitern ein bisschen mehr zahlen. Dann kommt die Gewerkschaft und sagt, gebt uns erst mehr Geld, dann steigt auch der Gewinn. Ja, also so, und beide haben wahrscheinlich Unrecht. Das sind so ganz schwierige Prozesse, die sich da aufschauen, ja, und zu irgendwas führen. Und jetzt stand auch wieder in der Süddeutschen eine längere Untersuchung und da wissen, dass die meisten Leute, die internetsüchtig sind, meistens noch irgendwas anderes haben. Also die haben schwierige Elternverhältnisse, werden gedisst, sind übergewichtig und werden gehänselt in der Schule, haben wenig Selbstbewusstsein, sind arbeitslos oder haben schlechte Noten und so weiter, was es alles an Problemen gibt. Und dann driften die so ein bisschen ab ins Internet. Ja? Und man, dann kann man natürlich fragen, also der Zusammenhang ist ganz eindeutig und diese spitzersche Schlussfolgerung ist, hauptsächlich, dass das Internet jetzt süchtig macht. Das ist aber nicht der Ursprungspunkt, sondern in der Regel könnte es so sein, wie gesagt, das ist gar nicht bewiesen, aber es könnte auch sein, dass eine schwierige Situation im Elternhaus oder in der Arbeitsstelle. Gehen Sie ruhig an. Ist ja, wir haben ich krieg wenig Anrufe eigentlich. Digitale Omnipräsenz. Relativ wenige, die mich auf dem Handy anrufen, abends schon gar nicht. Im Grunde muss man sehr, sehr genau in so einen Zusammenhang reinkommen als Statistiker und eine Wenn-Dann-Annahme ist meistens falsch. Also praktisch, es ist oft so, dass also man untersucht immer positive Eigenschaften von Firmen. Also da sind viele Frauen drin, mehr Frauen als in anderen Firmen und die machen mehr Gewinn, die Mitarbeiter kriegen viel Gehalt, der Firma geht es gut, sie ist bekannt, die Kunden schätzen das Produkt, die Kunden sind zufrieden. Und alle diese Größen sind miteinander korreliert, das liegt aber daran, dass die Firma gesund ist. Und wenn ich jetzt zwei Merkmale untersuche, dann sind die immer positiv korreliert. Und bei Kranken ist es umgekehrt. Also, wenn jemand irgendwie eine schlechte Situation hat, aus welchen Gründen auch immer, dann ist alles schlecht. Dann ist er wahrscheinlich schlechter in der Schule, dann ist er wahrscheinlich irgendwie unzufriedener, dann sind wahrscheinlich seine Eltern unzufriedener, dann ist er auch internetsüchtig. Und im Grunde geht es darum, dass natürlich die eine Seite, die ärztliche, sich mehr um diese Leute kümmert, die so eine schlechte Corona oder schlechtes Karma haben und die Bildungstheoretiker möchten das Gute haben sozusagen. Und dann hilft es im Grunde nicht, so statistische Untersuchungen zu machen, weil die immer zwei Einzelgrößen nehmen, die immer korreliert sind, aber das ist nicht die Ursache. Also wenn man sich um die Ursache korreliert kümmert... Korreliert die Stimmung vom Spitzer mit seinen Untersuchungen? Ist man schlechter drauf, wenn man nur mit den schwierigen Fällen zu tun hat? Ja, sicher. Ich hatte mit Herrn Spitzer auch diskutiert. Er sagt natürlich so ein bisschen sowas, Sie müssen verstehen, das verstehe ich auch. Ich sitz in der Klinik und dann kommen die Süchtigen und sind richtig krank. Ja? Und die Sorge macht auch, dass man im Grunde jetzt sogar noch nicht mal die Familiensituation unter Umständen besser machen kann. Also wenn jemand jetzt schwerer Alkoholiker ist, ja, weil irgendwas passiert ist, also in der Familie, Arbeitslosigkeit, dann hilft es auch gar nichts, wenn ich ihm wieder eine gute Familie habe und ihm die Arbeitslosigkeit wegnehme. Dann ist er ja süchtig. Also dann
verstehen Sie, das packt ihn dann. Und dann ist natürlich für einen Arzt das völlig unerheblich, woher das gekommen ist, also was früher war, sondern wir müssen ja jetzt quasi entwöhnen von der ganzen Geschichte. Und da lehnt natürlich so eine Art, so ein Arzt mehr ab, sich mit der Vorgeschichte zu befassen. Ja? Während die Leute, die jetzt gegen das Buch argumentieren, sagen immer, guck mal, die Sucht ist durch irgendwas anderes, also früheres entstanden, und wir müssen eigentlich die Leute so vernünftig erziehen, dass sie nicht in diese Fallen kommen, also dass sie nicht arbeitslos werden, nicht depriviert werden, und dass sie anständig behandelt werden, anständig erzogen werden, dann passiert das nicht. Und dann sagt natürlich ein Arzt, ich habe eben die Kranken, ich muss was tun. Das hat eine gewisse Berechtigung. Auf der anderen Seite sehe ich halt in den Firmen immer, also wenn wir jetzt Management-Teams sitzen, dann sagen auch viele, jetzt sitzt die Firma im Mist, jetzt müssen wir was tun. Und dann sage ich, naja, wir müssen eigentlich mal gucken, wieso sind wir da reingekommen, und müssen diese sozusagen die Root Cause, heißt es bei Beratern, das an der Wurzel packen. Und da sind immer Leute, die es an der Wurzel packen wollen, und welche, die die Symptome korrigieren müssen. Das ist so ein alter Streit, den haben sie praktisch überall. Also dann sagen die Leute, die in Not sind, jetzt müssen wir das Quartalsergebnis retten. Und die anderen sagen, nee, wir müssen jetzt mal ganz grundsätzlich eine Woche drüber nachdenken, was mit der ganzen Firmenzukunft sein soll. Und dieser Zwiespalt zwischen den Akuten und zwischen denen, die das Problem grundsätzlich mal diskutieren möchten, der ist immer da. Und jetzt müssen wir halt das Akute diskutieren, weil das Buch da ist. Wir haben wieder maßlos überzogen, aber macht nichts. Eine Frage habe ich noch. Also in diesem besagten Video, das Backstage aufgenommen wurde, haben Sie noch zum Schluss gesagt, dass Sie früher auch gerne Ballerspiele gespielt haben und so Disketten bekommen haben mit Duben drauf. Ja, die ersten Raubkopien von Schülern. Ja. Ich wusste gar nicht, wie man an diese Spiele drankommt. Die hatten die schon. Ich wusste nicht, dass man irgendwie zu Karstadt gehen muss und sagen, da ist so ein Giftschrank, wo man die rausnehmen soll. Und dann habe ich die alle mal bekommen. War mal eine Zeit lang ganz gut in den Spielen. Das ist so eine Mode. Also das wird auch unterschätzt. Also es wird maßlos überschätzt von den meisten Gegnern, dass man jetzt irgendwie irgendwas anheimfällt. Es gibt auch jetzt viele, die jetzt Facebook langsam wieder langweilig finden und dann das wieder langweilig. Das sind immer so Moden. So, was man so gerade macht, weil man jetzt, die Leute gehen jetzt ja auf Handys, also jetzt muss man ja zum Leben so ein Smartphone haben, also entweder Samsung oder Apple, also von den beiden meistens, oder demnächst kommt auch Google, Nexus und so, und dann hat man wieder ein anderes Hobby und guckt die ganzen Apps an, und Facebook wird dann wieder ein bisschen langweilig oder so. Jetzt springen da die Firmen auf, und das ändert sich aber jeden Tag, und das wird irgendwo unterschätzt. Ich denke, dass wir in 5 Jahren wieder ein anderes Hobby haben. Natürlich gibt es immer noch Killerspiele, aber die sind nie mehr so schön. Ich spiele manchmal noch auf dem Amiga. Noch auf den alten, ja. Pac-Man oder so. Toki, Affenspiel, aber tut nichts zur Sache. Ich danke Ihnen, Herr Dück. Und bald wieder mal ordentliche Folgen und nicht so zwischen Tür und Angel. Genau. Dankeschön für Ihre Zeit und bis bald. Und auch bis bald, meine lieben Abonnenten, und mein nächster Gast, die ehemalige Ministerin und Mathematikerin Bärbel Höhn. Bis zum nächsten Mal.